meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es um das Thema Mutter-Kind-Kur und jetzt ist es raus. Das war meine Reise, die ich vor mir hatte und ich möchte euch gerne meine Eindrücke, meine vielleicht Tipps für euch und ja, meine Erfahrung einfach mitteilen. Wie meine Eindrücke sind, wie ich das Ganze erleben durfte oder wie ich das Ganze empfunden habe, ob es mir weitergeholfen hat oder nicht und so weiter und so fort. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich freue mich auf euch. Ja, also ich versuche dieses Video so kurz wie möglich zu halten. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn man 3 Wochen in Mutter-Kind-Kur gegangen ist. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an. Ja, die Anreise erfolgt auf einen Donnerstag. Fand ich jetzt nicht so sonderlich toll, aber auch nicht so schlecht. Also ich hätte es besser gefunden, auf den Montag anzureisen. Aber gut, es ist halt so, denn die Kur oder es gibt immer 3 Arten von Kurgängen. Und zwar beginnt der eine auf den Dienstag oder auf den Donnerstag oder auf einen Samstag. Und ich habe halt den Donnerstag erwischt. Und ich bin in Kur gegangen im Januar, da wo das Wetter noch richtig knackig kalt war. Ich meine, wenn ich heute rausgucke, sieht es auch nicht wirklich sonderlich besser aus. Aber ja, ich bin halt im Winter, also im Januar, in die Kur gegangen und muss auch sagen, ich habe sehr, 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 sehr viel mitgenommen an Klamotten. Denn für 3 Wochen, habe ich gesagt, muss ich unbedingt genug Kinderklamotten mitnehmen. Um mich ging es da eigentlich gar nicht. Also nicht, dass ich jetzt nur mit einer Unterhose angereist bin. Aber es ging mir einfach darum, dass ich nicht unbedingt waschen muss. Ich bin mit 2 ganz, ganz großen Trolleykoffern angereist und ich glaube 3 DM-Tüten, also diese großen DM-Tüten, die man da kennt, die recycelt worden sind. Ihr wisst, was ich meine. Dann noch einer Wickeltasche und jeweils die Taschen der Kinder. Und ich habe schon gedacht, oh mein Gott, ich ziehe hier ein. Natürlich durfte der Buggy auch nicht fehlen, den wir haben für Emilia, denn Luisa läuft ja. Das ist ja alles kein Problem, aber für Emilia musste halt noch der Buggy mit und ja, das war eigentlich das gesamte Equipment, was ich mitgenommen habe. Ja, wir sind dann dahin gefahren. Wo ich jetzt genau war, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, ich war in der Nähe der holländischen Grenze. Das ist so circa 2 Stunden von uns weg. Also eigentlich ist die holländische Grenze nur 1/4 Stunde von uns weg, aber da, wo ich war, haben wir 2 Stunden gebraucht, um hinzukommen. Ja, also auf jeden Fall, nach 2 Stunden sind wir dann da angekommen. Wir waren die Letzten, die angereist sind, weil an dem Tag hatte mein Mann noch einen anderen Termin. Wir sind dann halt da angekommen und haben unser Zimmer bekommen. War etwas erstaunt über das Zimmer. Ich habe nie im Leben damit gerechnet, so ein Zimmer zu bekommen. Und zwar war ich in der 2. Etage. Also dieses Haus verfügt über Erdgeschoss, 1. und 2. Etage. Und ich war oben mit meinen beiden Kindern in der 2. Etage, weil alle, die 2 Kinder hatten, haben halt in der 2. Etage ihr Apartment. So, jetzt ist es raus. Ich habe ein Apartment bekommen und zwar ein sehr, sehr großes Apartment. Und zwar ist da ein separates Badezimmer für die Mama mit drin. Dann halt der Wohn- und Schlafraum von der Mama. Und dann ein riesengroßer anderer Raum. Das ist dann der Schlafraum für die Kinder, wo Hochbetten drin waren und ein Gitterbett für Emilia. Luisa ist natürlich völlig aus dem Häuschen gewesen. Und dann auch mit einem separaten, ja, Kinderbadezimmer und einer Wickelkommode. Also wirklich sehr, sehr groß. Wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, habe ich so circa 35 Quadratmeter für uns 3 gehabt. Dafür, dass man sich abends da aufhält und schläft, also wirklich sehr, 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 sehr groß. Und das hat mich natürlich positiv überrascht und ich war auch sehr glücklich, dass es so groß war. Ja, also wir haben dann erstmal unser Zimmer bezogen. Mein Mann hat dann noch unsere Sachen nach oben geschleppt und musste dann allerdings das Haus verlassen. Das war halt, ja, es ist halt eine Regel, die es dann da gab, dass bis 18 Uhr, ja, der Mann oder die Angehörigen dann abreisen müssen. Und dann stand ich da halt alleine da, mit meinen 2 Kindern zurückgelassen. Und ja, das war für mich nicht so schön. Ich muss sagen, das war für mich die schlimmste Trennung von meinem Mann,
die ich je hatte. Weil auf einmal da zu stehen, ganz alleine und sich wirklich alleine zu fühlen, das ist schon nicht schön. Und ihr merkt, es ist auch für mich heute noch schwer. Ich bin glücklich, dass ich wieder zu Hause bin, denn ich bin halt ein Familienmensch und ja, das darf man halt dann auch nicht unterschätzen. Ja, und dann ging es für uns halt schon zum Abendbrot. Da gibt es halt sehr, sehr früh Abendbrot, also so gegen 6 oder besser gesagt um 17 Uhr geht es schon los und bis 18:30 Uhr muss man fertig sein. Wir haben das Abendbrot halt oben bei uns im Apartment eingenommen, weil ich einfach gesagt habe, das ist mir sonst zu viel Stress, was ich habe und das wollte ich halt nicht. Und ja, an dem Tag musste ich auch noch zum Kinderland, also zum Kindergarten, um zu gucken, in welche Gruppe die Kinder kommen. Also ihr merkt, der erste Tag ist mit sehr viel Stress verbunden. Und ja, man muss halt alles abklären. Man gibt gewisse Informationen weiter, wie zum Beispiel, sind die Kinder allergisch? Was vertragen sie halt nicht? Was vertragen sie sehr gut? Machen sie Mittagsschlaf? Machen sie keinen Mittagsschlaf? Haben die noch Windeln? Haben die keine Windeln? Und so weiter und so fort. Also wie im normalen Kindergarten. Und ja, ich habe dann halt die Gruppen gesehen, wo die Kinder hinkamen. Emilia und Luisa wurden getrennt aufgrund des Alters. Ja, auf jeden Fall, der erste Tag war fast rum und dann ging es abends dann auch früh ins Bett, weil wir halt auch schon einen langen Tag hatten. Und das habe ich auch alles ganz gut hinbekommen. Die Kinder waren sowieso platt von der Fahrt auch und so weiter und von diesen ganzen Eindrücken, die wir hatten. Und sind dann auch sehr schnell eingeschlafen. Die erste Nacht war so lala, sage ich mal, weil ja, es ist eine neue Umgebung, neue Leute, neue Gesichter, neue Situationen, Papa nicht da und so weiter. Das ist alles was ganz anderes. Und ja, also am zweiten Tag hatten wir halt die Arztgespräche, das heißt Kinderarzt, der normale Arzt für die Mama, dann psychologische Gespräche oder Erstgespräche oder Sozialgespräche. Und da stand halt, wurde halt eine Liste ausgehangen, wo dann halt der Name von uns stand, damit wir auch wussten, um wie viel Uhr wir dran sind. Und ja, ich hatte meine Gespräche schon am Freitag alle. Und aufgrund dieser Gespräche, die man mit dem Arzt, mit dem Kinderarzt, dem Psychologen, mit den Sozialpädagogen und so weiter führt, wird dann ein Behandlungsplan erstellt. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt so ein kleines Heft und dieses Heft beinhaltet Tabellen von A bis Z, also von morgens bis späten Nachmittag, wo halt eingetragen wird, wer welche Anwendung bekommt oder wann du mit deiner Anwendung dran bist. Was ich zum Beispiel zu mir erklären kann, ist, ich habe Massagen verschrieben bekommen für den Nacken. Und durch das viele Tragen der Kinder und durch den Stress, den man hat, auch wenn man im Büro sitzt und so weiter, ist meine linke Seite komplett verspannt. Und das hat dazu geführt, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Und zwar Kopfschmerzen von der besten Linie, die es gibt, also da ganz oben, also die schlimmsten Kopfschmerzen, die ich mir vorstellen kann. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Mensch, der Kopfschmerzen hatte bislang, also Probleme damit hatte. Klar hat man die mal, aber sage ich mal so wie ich zum Schluss, dass ich die jeden Tag hatte. Das kannte ich halt nicht. Dann, ja, also habe ich Massagen verschrieben bekommen. Es waren 4 Stück an der Zahl. Und vorher kommt man unter eine Rotlichtlampe. Also das nennt sich mit dem anderen Wort Heißluft nennt sich das. Da kommt man 20 Minuten erstmal drunter, damit die Muskeln sich entspannen und damit das alles aufgewärmt ist. Und danach, wenn die Massage gemacht wird, das Ganze auch gelockert ist vorher und dann durch die Massage versucht wird, wieder in die richtige Richtung zu biegen. Das ist dann auch gelungen, sage ich mal. Nach 4-mal Massage ging es mir schon besser. Das habe ich daran gemerkt, dass ich abends keine Kopfschmerzen mehr hatte oder tagsüber, dass mir halt auch nicht mehr das hier alles wehgetan hat. Also es tat richtig weh hier auf der Seite. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Dann gibt es Termine für sozialpädagogische Beratung, das heißt Erziehungsberatung oder wenn man andere Dinge hat, also alles, was so in diesen sozialen Bereich geht. Dann gibt es noch, ich muss überlegen, was gab es noch? Genau, dann gibt es noch die psychologischen Gespräche. Da hast du dann
eine Stunde Zeit, dich mit einer Psychologin auseinanderzusetzen oder andersrum. Schwimmen, also Bewegungsbad nennt sich das. Das ist dann auch dreimal gewesen. Dann geht man dann halt ins Hallenbad und dann wird halt, ich sag mal, dieses Aquajogging, sag ich immer dazu, wird die Gymnastik halt im Wasser gemacht. Das ist halt für Rückenbeschwerden und so weiter ganz gut. Und das Pendant dazu ist dann die Rückenschule. Da wird dann auch in drei Sitzungen halt diese Rückenschule gemacht, damit der Rücken gestärkt wird. Und das habe ich halt auch verschrieben bekommen. Also ihr merkt, ihr habt Termine ohne Ende. Das waren eigentlich die Einzelanwendungen, die ich verschrieben bekommen habe. Ich habe auch sozialpädagogische Gespräche geführt. Ich habe auch psychologische Gespräche geführt, beziehungsweise also die sind mit mir geführt worden. So. Nicht Sophia saß da mit der Brille und hat gefragt. Das gehört einfach dazu. Da werden dann auch gewisse Aspekte angesprochen. Da darf man selber auch das ansprechen, was einem auf dem Herzen liegt. Das habe ich auch damit getan. Und das ist eigentlich so mein Tipp auch an die Mütter, die jetzt eine Mutter-Kind-Kur planen oder eventuell darüber nachdenken, diese Kur anzutreten. Wenn ihr da seid und diese Erstgespräche habt, sagt dem Arzt einfach das, wie ihr euch fühlt. Auch wenn es scheiße ist. Ich habe mich auch mega scheiße gefühlt und es tut mir leid, dass ich dieses Wort hier in diesem Video jetzt schon etwas öfter benutzt habe. Aber es ist einfach so, man kommt dahin als Frau, das war bei mir so, es ging mir überhaupt nicht gut. Ich war völlig K.O., weil ich denke, das ist auch eine Frage, die ihr euch jetzt gerade stellt. Wieso ist Sophia in eine Mutter-Kind-Kur gegangen? Ich war einfach ausgelaugt, ausgepowert, ich konnte einfach nicht mehr. Bei mir war das halt so, ich war schon sehr weit über diesen Punkt hinaus. Ich kann immer weiter und ich kann immer weiter und habe diese Signale nicht erkennen können, die mir der Körper vermittelt hat. Das heißt, Schmerz, Schmerz, Rückenschmerzen und ja, gewisse Selbstzweifel, die man hat. Denn mit zwei Kindern, wissen wir alle, ist es nicht unbedingt leicht, aber auch nicht super schwer. Aber es kommt immer auf die Situation an, es kommt auf die Kinder drauf an. Und wenn von jedem etwas zusammenkommt, dann hat man so einen Ball und irgendwann kann man einfach nicht mehr. Und es bricht einfach die ganze Welt über einen zusammen. Und deswegen geht man in eine Mutter-Kind-Kur. Zumindest bin ich deswegen dahin gegangen. Es gab auch Mütter, die da waren, die haben sich einfach eine schöne Zeit, 3 Wochen schöne Zeit gegönnt. Das sind dann Mütter gewesen, die ältere Kinder hatten. Aber ja, ich bin dahin gegangen, weil ich einfach K.O. war. Ja, dann kommen noch dazu, das wusste ich nicht, bin ein bisschen vom Hocker gefallen, als ich dann dieses Blatt gesehen habe, habe ich ein DIN A4 Blatt bekommen, wo die ganzen zusätzlichen Termine drauf standen. Und zwar jeden Abend um 8:30 oder fast jeden Abend gab es einen Vortrag. Es variierte über Ärztevortrag oder Vorträge zu gewissen Themen, wie zum Beispiel die Erziehung der Kinder, Grenzen setzen für Kinder, wie kann man seinen Alltag leichter gestalten, welche Tipps gibt es noch, Abendrituale für Kinder, Entspannungssachen, Verwöhnsachen, Mutter-Kind-Angebote, wie zum Beispiel im Kindergarten, zusammen spielen, basteln, backen, das habe ich alles mitgemacht. Das habe ich alles mitgemacht. Dann, was gab es noch? Schwimmen mit den Kindern. Es gab Ausflüge. Es gab ganze 3 Ausflüge. Und zwar einmal ein Ausflug auf dem Bauernhof. Den haben wir nicht mitgemacht, weil ich so Strohzeugs und so mit der Nase komme ich nicht klar. Ich kriege dann keine Luft. Dann gab es den 2. Ausflug. Und zwar war das ein Indoor-Spielplatz. Und dann gab es den 3. Ausflug. Und zwar Shoppen für die Mütter. Das heißt, wir haben 3 Stunden alleine in Holland geshoppt, weil wir ja an der holländischen Grenze waren und in der Zeit wird dann auf die Kinder aufgepasst. Und von diesen 3 großen Ausflügen habe ich 2 mit den Kindern mitgemacht, also den Bauernhof nicht, aber die anderen beiden halt schon. Und das soll einfach auch die Bindung zwischen den Kindern und der Mutter stärken. Und ja, also was nicht heißt, dass ich mit meinen Kindern keine Bindung habe, aber es ist halt was anderes, diese Zeit nur mit den Kindern zu verbringen.
alles andere interessiert nicht. Man muss nicht putzen, man muss nicht kochen, man muss nicht aufräumen. Man hat einfach diesen Stress nicht, den man im Alltag hat. Den gibt es da einfach nicht, weil alle anderen kümmern sich ja darum. Du bist wirklich nur für deine Kinder da. Und da wird die ein oder andere Mama sagen, das kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Was ist so fremd in dem Moment, weil man das gar nicht gewohnt ist, wie innig sowas sein kann. Das ist nicht irgendwie, man ist zu Hause und sagt, wir gehen jetzt in den Indoor-Spielplatz. Nein, das ist einfach, alles drumherum existiert ja nicht, weil man hat ja diese Verantwortung einfach in dem Moment nicht für diese 3 Wochen, sondern wirklich nur die Verantwortung Kinder. Ja, und das ist eigentlich der normale Kuralltag gewesen mit diesen ganzen.